Herzlich willkommen und hallo zu einem Tutorial von mir. Und zwar gab es Fragen zu meiner Maschine. Hier den Cobblestone-Generator. Genau. Wegen dem Hebel. Hatte ich euch ja schon gezeigt, dass das hier runter geht. Und so weiter, aber um nochmal alles zu verdeutlichen, baue ich die Maschine komplett neu. Und zwar hierhin. Also, was ihr braucht. Ich baue jetzt hier einfach mal eine Fläche. Auch noch dunkel. Ja. Genau, ihr müsst hier so ein U bauen. Läuft dann zum Beispiel das Wasser durch. Ich mache jetzt mal Lava hin, dass es hier wegen hell wird. Also so. Hier wird dann der Cobblestone generiert. Und dann das gleiche nochmal mit dem Wasser. Wenn ich mache, dass hier der Cobblestone generiert wird, ist es besser, genau. Also, wieder so ein U. Da müsst ihr offen lassen. Okay. Ja, hier unten ist natürlich noch. Ja, so. Okay, dann machen wir das hier hin. Nee, will ich jetzt nicht. Ach Gott. Wie macht man das? Machen wir hier mal das Wasser zu. Dann muss das hier eins kürzer werden. Genau, so. Ja. So, dann entsteht hier der Cobblestone. Um den natürlich vollautomatisch wegzuschieben. Ach Gott, ich kenne mich im Texturenpack nicht aus. Braucht ihr eine Piste? Ja, die bauen wir mal. Nein, ich brenne. Was natürlich nichts macht, weil ich auf kreativ spiele, aber egal. Hinter der Piste ist ein Block. Genau. Hier kommt dann ein Repeater hin. Und der Repeater gepowert. Und ihr seht, das funktioniert schon. Dann hatte ich ja euch gezeigt, dass der Hebel einfach hier oben drauf stand.
Das ist total simpel, das Prinzip. Ihr seht. Und Redstone ist aktiviert. Dann hatte ich das jetzt hier mein... keine Ahnung. Mein letzten Video hatte ich das nach unten gelegt in den Raum, aber den bauen jetzt nicht. Also, dann müsste hier wieder machen, dass es blinkt. Also, Redstone Torch hin und dann... Ja, komm, Creeper, geh weg. Nein. Also, Redstone Torch hin und dann ganz schnell wegmachen. Nein, das war zu schnell. Ja, damit kann man auch Zeit verbringen. Ja, genau, das hasse ich hier immer, wenn hier Leute mal anrufen, wenn wir gerade Videos machen. Aha, Creeper. Also, ich schaffe es heute wahrscheinlich nicht mehr hier, das zu aktivieren. Ach Gott. Das kann doch nicht so schwer sein. Naja, mache ich jetzt erstmal was anderes. Da kümmere ich mich später drum. Dann braucht ihr einen klebrigen Kolben. Also ich baue es jetzt hier genauso auf wie mein Video, weil da kamen Fragen. Und ja, den einzigen Unterschied, was man hier jetzt hat, ist, dass halt ich das nicht unter der Erde baue. Das ist jetzt natürlich schlecht, dass das hier miteinander verbunden ist. Machen wir das mal so. Ach Gott. Eins weiter nach hinten. So. Und wenn ihr jetzt den Hebel aktiviert, genau, so ist das Prinzip. Also, jetzt klappt's. Ja, genau, ihr seht, es leuchtet jetzt hier schön. Und wenn ich jetzt hier den mysteriösen Hebel da hinten aktiviere, seht ihr, wird es übertragen. Schon kommt hier hinten Cobblestone raus. Ja, komm, Spinne, geh mal weg. Ja. Das funktioniert fast mit allen Blöcken, außer mit Glas. Mit was funktioniert es auch nicht? Weiß ich nicht. Also, ihr seht Glas. Passiert nichts. Dann Erde. Überträgt es. Ich zeige es euch nochmal, wie es funktioniert. Wo gibt es denn hier Repeater? Hier. Nein. Also, das Prinzip hier ist ja ganz einfach. Das wird einfach durch den Hebel hier übertragen. Das ist der Ein- und Ausschalter der Maschine. Ja, und wenn ihr hier jetzt einen Repeater hinsetzt, den zweiten Repeater braucht ihr nicht, aber ich habe ne gemacht, dass die Maschine langsamer läuft, weil die Fließgeschwindigkeit von Lava nicht so hoch ist. Also, Redstone Torch ist aus. Und es geht durch den Block durch. Durch Luft nicht. Wird es durch einen Kolben durchgehen? Nein. Ja.
So ist das Prinzip. Ich hoffe, ich konnte die ungeklärten Fragen jetzt beantworten. Ja, das sind halt einfach so kleine Tricks in Minecraft. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage...